Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Braum-Gameplay raus aus Brause. Ja, alle 50 Aufnahmen muss mal was schief gehen und hier ist meine Originalaufnahme leider kaputt gegangen, beziehungsweise es wurde im Endeffekt nicht richtig aufgenommen. Gott sei Dank lasse ich LOL Replay immer im Hintergrund laufen und von dem her kann ich euch doch das Gameplay zeigen. Leider verpasst ihr hier meine tolle, tollpatschige Aktion mit der Tasse, aber egal. Hauptsache, ihr seht das Spiel. Viel Spaß dabei! Yeah. Ja, und unser Kha'Zix hier möchte invaden. Ich finde es gerade ein bisschen spät. Und ich bin insgesamt auch echt schlecht. Weil ich hätte mal einen Q treffen müssen, dann wäre das ein Stun gewesen. Aber dem ist halt jetzt so. Wir machen das hier auch extrem riskant. Aber bekommen trotzdem unseren Reward. Also echt interessant, diese Xin-Sau hier sagt, boah, stört mich alles gar nicht. Ich mache hier trotzdem mein Ding. Also das ist schon... Es ist extrem frech gewesen, was wir gerade gemacht haben. Und es war... Ja, es war aber ganz einfach. Hätte nicht sein dürfen. Hätte nicht so passieren dürfen. Jinx und ich sind aber jetzt klar im Vorteil, denn wir werden Level 2 vor den Gegnern haben. Wir können weiter Pressure machen. Ich werde mich also permanent vorne positionieren und versuchen, hier die Gegner zu zonen. Ist halt echt schade. Xin-Sau hätten wir auch schon kriegen müssen. Das habe ich komplett verbockt. Skillshots sind halt echt hart zu treffen, das wisst ihr ja alle. Aber besonders interessant wird es in einer Woche etwa, spätestens einer Woche, da dürfte ich dann Fresh haben. Da müssen wir dann gucken, dass wir unsere Skillshots wirklich treffen. So, jetzt sind wir hier noch auf Raum und pushen, was das Zeug hält. Damit die Gegner hier die Minions unterm Turm haben. Ja, diesen Engage können wir natürlich locker mit unserem Schild countern. Ich habe jetzt auch sehr lange gewartet, bis ich mein E geskillt habe. Denn ich dachte mir, vielleicht muss ich mal vorspringen, vielleicht muss ich zu meiner Jinx springen und ihr... eventuell... Ach, komm, hilf mir doch! Oh, die hilft mir nicht. Die hilft mir nicht. Die macht ihr Ding. Okay. Ja. Springt die? Springt die nicht? Habe ich halt echt lange, lange habe ich überlegt, was ich jetzt halt hier skille. Das ist schon wieder so ein klassischer Fall von der Supporter Carried hier. Tarik versucht immer wieder aggressiv, kriegt von mir dann den Counter. Indem ich ihn stunne und meine Jinx reagiert dann nur mit einem W drauf. Hat sie eigentlich noch einen Heal? Sollte sie haben, ja. Sind im Prinzip sogar alle Summoners wieder da. Nur haben wir halt keine Dominanz mehr, dadurch, dass meine Jinx immer weiter und weiter zurückgefallen ist. Ich setze hier schon mal einen Ward, damit wir halt dann, falls es dazu kommt... Auto-Attack, mehr will ich nicht von dir. Ach, Jinx. Gut, die kann überhaupt nicht kiten. Oh Gott, der Heal. Why? Das sind die Bronze-Sachen. Das sind diese Momente. Na gut. Das sind diese Momente. Na gut, kann man jetzt halt nichts machen. Jinx und ich sollten weg. Die geht nicht weg, also muss ich da bleiben. Klasse. Ich hätte mich jetzt mit Targons und vielleicht ein paar Schuhen wesentlich wohler gefühlt in der Lane. Denn jetzt gerade könnten wir durch einen Flash Engage von Tarik sterben. Ganz einfach. Können kaum was dagegen tun.
Wir sind halt echt low. Geht gar nicht klar. Sie geht viel zu weit raus teilweise. Und wenn ich wirklich mal... Wenn ich wirklich mal einen Q treffe und ein paar Auto-Attacks lande, ja, dann läuft es halt trotzdem weg. Ich habe mir hier leider den falschen ADC ausgesucht, rein von der spielerischen Fähigkeit und Mentalität für Braum. Denn Braum funktioniert halt am besten, wenn er mit seiner Passiven durchkommt. Und das funktioniert ja auch leider nicht so gut. Kha'Zix kommt, Kha'Zix hat volles Leben, ich habe kaum Leben, ich baite. Ist ganz klar, das machen wir immer. Kha'Zix geht wieder. Dann gehen wir auch. Diese Tanks! Ah, Gott. Ich muss mich von der so schnell wie möglich lösen. Ich denke nicht, dass mit der wirklich effektiv wird. Also, dass ich hier wirklich so einen Stand erreichen kann, dass ich über Roams etc. das carryen kann. Außer eine Annie kommt in die Mitte und feedet. Bot und feedet. Ja, schön. Gib dem ADC den Kill. Oh Mann. Okay, gut. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt halt intelligenter spielen. Das Dani hier gleich wieder vom Farm wegdrücken. Darf sie auf keinen Fall bekommen. Ich habe mich jetzt halt eher für Sidestone etc. entschieden. Kommt der rein? Kommt der nicht rein? Nee. Versucht das gar nicht zu baiten. Wir werden hier auch noch ein klein bisschen wischen. Gut, da war gerade der Drache gewartet. Ein klein bisschen wischen hier setzen. Ah, ah, nicht da lang gehen. Der Pinkwort ist egal in diesem Moment. Ah, wir können hier sogar noch ein bisschen poken. Kha'Zix. Ich glaube, dass... Schade. Wieder raus. Kann man nichts machen. Ich brauche Level 6. Ich brauche definitiv Level 6. Was wir hier machen, ist halt einfach nicht okay. Was stehst du da rum? Komm her. Gut, gut. Oh Mann, das war echt eine schwere Geburt. Echt eine schwere Geburt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu gerade sagen soll. Also, warum tippelt man da so ewig lang in der Gegend rum? Das größte Problem dürfte hier Vega werden eigentlich, da er halt unendlich ins Late Game skalieren kann. Nasus ist halt kein Problem. Für den habe ich genug CC. So ganz grundsätzlich. Ich muss halt nur schauen, dass ich dann im Kampf das auch effektiv nutze. No. Wir bauen aber schon mal ein bisschen defensive Stats auf. Wir sollten jetzt wirklich die Botlane im Griff haben. Also, bisher lief das ja eher schleppend. Ich habe jetzt halt aber auch 5 Assists. Weiß gar nicht, meine Jinx könnte auch mal wieder weggehen durch Items... kaufen. Wenn ich aber die Items sehe, werde ich wieder traurig. Naja. Mana hat jetzt auch wieder keins. Ja, jetzt geht sie back. Wow. Eieiei. Nein, sie bleibt da. Was willst du machen? Brauchst du nur Gold. Ich krieg allein durch Auto-Attacks fast die Passive durch.
Eieiei. Ich setze halt gerade, oder ich habe gerade das Exhaust so gesetzt, dass der Explosionsschaden von Tristanas E-Bombe so explodiert, dass... Ja. Sie möglichst exhausted ist, wenn die explodiert. Bla bla bla. Viel bla bla. Ah. Das ist schon wieder viel zu sehr in der Defensive und die Jinx hat keine nützlichen Items. Absolut keine nützlichen Items. Da kommt der Heal wieder. Ja, es ist schon die spezielle Art von ADC, die richtig schlechte. Na, warum? Ich bereite die doch vor. Sie hat halt fast keinen Mana. Und wenn wir kämpfen würden, würde sie weglaufen. Für wen auch immer jetzt das ist. Ich schilde einfach mal. Weil theoretisch hat die Tristana ja noch... Ah, schade. Ich möchte ja definitiv den Assist bekommen. Die Jinx hat einfach mal ihre Ulti nach oben geschossen. Ich springe dann liebend gern auf sie, denn falls sie wirklich was tötet, bekomme ich den Assist. Ja, das ist logisch. Ich werde auf Ninja Tabis gehen. Zunächst. Ich glaube eigentlich, die haben so viel Auto-Attacks, dass sich das lohnen könnte. Hier Xin Zhao, unten Tristana. Diese Jinx. Diese Jinx. Vega könnte jetzt auch noch runter rotaten. Aber tut es scheinbar nicht. Er wäre jetzt schon unten. Haben wir Glück, dass der nicht dran gedacht hat. Aber langsam ist natürlich dann... Ah, er ist hochgetretet. Gut. Also nicht gut, aber... Why, Kha'Zix, why? Ah, Teemo ist mal wieder ein Rager, schön. Ich glaube gar nicht mal, dass das jetzt so einfach wird. Ich ändere meine Meinung, es wird ein extrem schweres Spiel. Teemo feedet top, weil er nicht auf die Pings reagiert. Warum setzt der hier einen Pink Ward, ist die Frage. Man weiß es nicht. Also ich habe hier allerhand Probleme. Insgesamt glaube ich zwar, dass ich das gut über die Bühne kriegen könnte mit Kha'Zix zusammen, denn der ist nicht schlecht. Aber wie es halt dann weitergeht, ne? Komm her, Jinx. Komm her! Was ist denn los mit dir? Ja, den sollte ich auch noch anditschen. Das ist ja vollkommen egal. Das ist ja vollkommen egal. Und wir hellflashen. Schade. Tristana kann hier noch leicht auf mich springen. Ist also egal eigentlich, in welche Richtung ich weglaufe. Da hätte sie einfach mitkommen können. Und den Taric ein bisschen... Ja. Erstmal nerven. Und nicht irgendwie weglaufen und dann gucken, dass wir Tristana irgendwie versuchen zu töten. Ach, verdammte Kiste. Ah, wie machen wir das? Vega wird auf jeden Fall gefeedet werden. Oder ist gefeedet. Magieresistenz ist also keine schlechte Idee. Unter Umständen ganz extrem könnte ich noch versuchen, übers Kommando-Banner zu gehen, aber ja, eigentlich auch keine wirklich gute Entscheidung. Denn die haben AD auf der Top-Lane und AD kann ja das bekanntlich relativ leicht countern. Auf den CC-Rod-Portal kann ich prinzipiell auch nicht gehen, denn das würde den Nasus eigentlich nur bis zur Unendlichkeit feeden. Und vielleicht noch viel, viel weiter. Sie hat einen Hurricane. Weiß nicht, ob ich damit so glücklich sein soll. Die Jinx. Sie hat da keinen Schaden.
Sie hat keinen Schaden und deswegen sind halt Kämpfe auch noch sehr kritisch. Blue Team's turret has been destroyed. Sehr kritisch. Falls können wir eigentlich relativ gut beschreiten, ne? Das ist ja die Sache. So, Tristana hier wieder wegsonnen. Von den Minions erstmal. Und da ist Vega. Wir fangen aber hier eigentlich so gut wie alles ab. Ist halt echt witzlos irgendwie, dass das hier trotz allem funktioniert. Also ich meine, dass... oh, cool, der kommt auch noch. Dass hier ich den... Ja, da komme ich gut raus. Ich habe schon die Schuhe. Dass ich leider die Tristana hier nicht mehr stunnen kann, obwohl ich halt meinen Mark drauf habe. Es blockt halt wirklich alles. Auch die Auto-Attacks. Also die Taric-Ulti blockt einfach alles. Wir sollten jetzt hier eigentlich schon noch stayen können. Annie hat das ein bisschen anders gesehen. Annie sieht das immer noch ein bisschen anders. Dann nehme ich mir den Kill. Ich möchte nicht sterben, danke. Das ist nicht zu fassen. Schade. My shield will protect you. Ja gut, was müssen wir eigentlich jetzt langsam mal angehen? Bot Tower dürfte jetzt fallen. Die Annie pusht. Der Timo wird sich wieder über Roams aufregen. Aber wir kriegen den Drachen. Wir kriegen den Drachen. Ist okay. Wir kriegen keinen Turm, weil... Keine Ahnung. Kha'Zix kommt hier mit, das ist gut. Schade, dass ich den Kill bekommen habe. Aber Kha'Zix sieht ein, dass das nötig war. Schreibt auch gut ab. Ich muss halt echt überlegen, wie ich langsam mit diesem Vega hier umgehe. Machen wir hier lieber sicher. Nehmen den Kill auch noch mit. Vega ist das größte Problem bei denen. Und wenn ich den so kontrollieren kann, mein Team mir folgt, dann ist alles okay soweit. Der stirbt, kein Problem. Ich muss mir hier die Minions ein klein bisschen vorbereiten, dass ich überhaupt heilen darf. Mache ich natürlich auch. Hey, Timo's. Weil Timo appears. Wow. Hey, Jinx, let me kill. Als ob du was damit anfangen kannst. Um ehrlich zu sein, nein, kannst du nicht. Ich habe ja bisher nur die Kills genommen, die auch wirklich nötig waren. Seht ihr das nicht? Hey, da ist ein Ward im Busch. Mir egal. Einfach nur noch raus. 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 Gut, dann stirb alleine. Oh Mann, oh Mann. Ich traue diesem Team halt leider null. Das ist echt ein Problem. Wenn ich meinem Team vertrauen könnte, dann wäre es ja, wäre das hier absolut easy. Ich kann da genug baiten. Ich habe genug Leben. Das ist ja kein Thema. Der Fokus auf den Turm wäre halt auch nicht verkehrt. Wir sollten eigentlich wirklich mal gehen. Top Lane ist wirklich ein bisschen unter Druck.
Und entgegen dem, was ich vorhatte, ich kaufe jetzt halt einfach das Kommando-Banner. Denn mein Team ist halt einfach ein bisschen... Die sind sehr auf Tunnel. Nicht auf Rek'Sai-Tunnel, sondern die tunneln sehr gerne. Ich muss eigentlich permanent gucken, dass ich die irgendwie im Gleichgewicht halte. Aber ist halt nicht so leicht. Ich werde jetzt gucken, dass ich die Top-Lane erstmal drehe. Okay, Kha'Zix kommt. Dann halten wir einfach nur die Minions. Wenn da jemand anders kommt, der den Farm haben will, ja, von mir aus. Ist halt nur klar, gerade ein bisschen schade um meinen Commander-Minion. Dass halt hier viel Schaden einstecken wird. Aber ist okay. Wir kommen da locker weiter. Es wäre jetzt schön, wenn ich den Top-Jungle warden könnte. Und wir dann hier Top- und Mid-Tower angehen. Das in der Theorie, ne? Ping auch hier mal. Aber in der Praxis ist die Jinx alleine in der Mitte unterwegs. Keine Ahnung warum. Muss wohl Spaß machen. Okay. Ich fand das witzig. Ah, schade. Timo muss sich da sterben lassen. Ich kann nicht mehr ran. Das hat alles schon mit der Jinx angefangen, die da solo unterwegs war. Kha'Zix macht es schön. Kha'Zix rettet den Tag. Das ist eigentlich, glaube ich, fast der einzige, auf den ich mich hier verlassen kann. Er ist gefeedert. Er ist verrückt, geht rein und versucht zu töten und läuft nicht weg. Und ich denke halt, im Brawl ist das manchmal die bessere Entscheidung, als permanent nur wegzulaufen. Mit Nasus haben wir eigentlich fast keine Probleme mehr. Jinx, geh runter. Gut, brave Jinx. Brave Jinx. Wir gucken nach den Wards. Weil ich ja eh nicht glaube, dass hier viel gewardet wird. Jetzt wurde hier gewardet. Na gut. Immerhin ein bisschen was. Jinx ist unten, nimmt den Farm, die pusht da. Toplane ist am Pushen. Durch mein Verdienst mitunter. Und der Jungle. Ah, schade. Der Jungler kann sich dann hier jetzt gleich wieder auf den Drachen konzentrieren. Wenn Teemo nicht so ein Idiot wäre. Ah, schade. Kann ich eigentlich nur so nehmen. Wirklich was gebracht hat das natürlich gerade nicht, dass ich hier das Kommando-Minion genommen habe oder das Minion halt verstärkt habe. Auf jeden Fall hat die Jinx hier genug Zeit gehabt, den Drachen zu machen. Das ist gut. Jinx kommt leider nicht mehr mit. Die war wahrscheinlich zu low. Ja, gut. Wie gesagt, die Zero Portal möchte ich auf keinen Fall eigentlich nehmen. Denn ich habe die Befürchtung, dass hier dann zu viel... Ja, daraus kann einfach zu viel gezogen werden für Nasus. Auch wenn er einen schrecklichen Bild hat. Da war wohl Wischen. Schade. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die da wischen haben. Ja, der Kha'Zix, in manchen Fällen ist es halt, das Aggressivere ist da besser. Annie und ich dachten halt, wir können da gut trappen. Schade, ist nichts geworden.
Aber Toplane ist wieder am Pushen. Ich werde auch mein nächstes Kommando-Minion auf die Toplane setzen, damit ich hier dann einen weiteren Split-Push generieren kann. Denn dieser Split-Push, der läuft halt jetzt halt noch an den Turm. Gut. Und bounce dann wieder zurück bis hierhin. Und dort ungefähr wird dann mein... Ja, meine Minion-Wave wieder dazukommen. Schätze ich. Vielleicht auch noch näher am Turm. Und dadurch können wir weiterhin auf anderen Lanes Druck machen. Ah, das läuft hier schön da... Ja, da kommt noch eine Wave, schade. Aber es läuft hier auf jeden Fall dagegen. Es wird vielleicht auch noch gecountert von irgendjemandem. Dann halten wir auf, weil es schön ist. Und wenn jetzt die Gegner hier nicht doof, also wenn sie doof sind, dann erst recht. Ah, das Aufhalten hat doch was gebracht. Und zwar, dass der Xin-Sau sich hier für den falschen Moment entschieden hat. Wir könnten eigentlich die Mitte mal pushen. Wir könnten wirklich mal Objectives angehen, das wäre eine Idee. Haltet ihr davon? Nicht overextenden, nicht overextenden. Komm da raus. Kommt man nicht raus. Also warum auch? Ich hab keinen Follow-up, ich muss hier die Mauer flashen. Aber ob das was bringen wird, wir wissen es noch nicht. Doch, es bringt was. Der Nasus ist schnell, da muss ich ihn nochmal slowen. Auch wenn ich wegspringen kann. Aber ich hab's einfach nur gesagt, dieser Jinx. Zu deep. Ja, was machen wir? Toplane sieht eben weiterhin gut aus durch unser Kommando-Minion. Mein Leben schaut eigentlich nicht so gut aus. Und trotzdem bleibe ich jetzt mal noch hier. Ich kann immer mal einen Q irgendwo hinsetzen und dann können wir damit einen Play starten. Ich frage mich allerdings, was Nasus da macht. Ob es ihm da besonders gut gefällt oder... Weiß nicht. Auf jeden Fall mal ein bisschen runterpoken, aber trotzdem in Sicherheit stehen. Denn unser stärkster Charakter ist gerade nicht da. So, und dann können wir gleich den nächsten abholen. Ja, leider nicht. Schade. Da gehe ich aber raus, das bringt nichts. Ich setze hier das Kommando-Minion, bevor ich zurückporte, damit der Cooldown schon mal läuft. Ah, doch, wir haben hier noch zwei Kills bekommen. Gazix, der vollkommen irgendwo jenseits der Welten ist. Die Traps funktionieren interessanterweise sehr gut. Sollte eigentlich gar nicht so sein. Executed. Von mir aus. Als nächstes ist die Botlane irgendwie am Pushen. Mal schauen. Naja, das reguliert sich gerade. Mit der nächsten Minion Wave, die hier kommt, hat unsere Wave dann eine stärkere Push-Power als die Gegner. Mitte. Ja, Mitte hat unser Minion schon ein bisschen Druck gemacht. Und da stirbt Teemo, der kommt dann nicht mehr raus. Nevermind. Er hätte dann nicht mehr rauskommen dürfen, sagen wir es so. Aber das ist Bronze, wo alles passieren kann. Meine arme Tasse. Oh Mann. Was macht er da? I don't like this Teemo. Ich gehe jetzt hier schon mal an den Ward. Ich sehe, dass Annie hier ein bisschen am Pushen ist. Oder beziehungsweise Pushen. Sie ist halt in meiner Nähe. Eines schönen Tages wird sie auch zu mir kommen. Die Sache ist jetzt nur, dass ich hier Probleme habe. Probleme. Hier war halt leider keiner, über den ich zurückspringen konnte. Meine arme Tasse.
schnell mal lieber weg. Ja, was machen wir? Es geht, gefühlt geht nichts voran. Botlane ist wieder am Pushen, Toplane auch. Die Toplane wird sich dann wahrscheinlich Annie oder Teemo nehmen wollen. Ein kleiner Blick auf Teemo. Er bewegt sich nicht. Immer noch nicht. Seht ihr das Böse in seinen Augen? Seht ihr es? Gut. Wir kaufen uns mal einen Trank. Einfach nur Gründe, ne? XY. Teemo ist jetzt entspannt. Erstmal eine Weile AFK. Ganz toll. Ist genau die richtige Zeit für AFK sein. Die Botlane, da werde ich nochmal hier das Kommando-Minion mitgeben. Ah, er bewegt sich. Wow. Ich schätze mal, die werden diese Wave hier noch killen. Das sollte theoretisch die Lane stabilisieren. Praktisch würde sie das aber nicht tun, denn danach kommt hier meine Wave. Zudem Jungler und ADC sind gerade auf der Botlane. Ja, macht sie noch einfach. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ein paar Pings noch setzen, damit die anderen auch endlich mal dazu kommen. Ja, manchmal muss man halt seine Leute carryen. Okay, damit raus. Wer sich so doof positioniert, dem kann man halt dann nicht mehr helfen. Wir können allerdings noch locker Mitte deffen. Auch wenn wir hier jetzt glauben, pushen zu können. Was macht der Teemo da? Den Teemo nicht. Ich bin generell nicht so ein Fan von diesem Team. Es gab schon echt ein paar Runden, da war ist K6. Er ist halt leider rausgesprungen in dem Moment, in dem ich alles genutzt habe, um zu ihm zu kommen. Das war halt so ein bisschen der Negativpoint hier. Wow, dieser Nasus ist sneaky as hell. Jinx, einfach nur Auto-Attacks. Wie würde das gehen? Ja, danke. So gewinnt man auch Fights. Stellt euch das mal vor. Ah. Ja, leider kann man halt vorher nicht wissen, ob der ADC gut ist oder nicht, ne? Kann man vorher nicht wissen. Man kann auch nicht wissen, dass eine Annie hier nur am Flanken ist. Und sich lieber für den Jungle interessiert. Ah. Ne, den Braunpick verurteile ich hier fast schon. Es hat zwar viele Kills, haben Raum und seine Passive ermöglicht, aber insgesamt kann ich halt mit dieser Jinx nicht zusammenarbeiten. Die müsste viel öfter aggressiv einfach nur Auto-Attack setzen. Einfach nur Rechtsklick. Mehr muss sie ja gar nicht machen. Das tut sie nicht. Das tut sie nicht. Ich bin übrigens bei einem theoretischen Item-Build, also Full-Build. Ich nehme auch hier jetzt wieder Vision Ward mit und das Elixier. Mein letztes Item, ich bin mir gerade unsicher, aber ich denke Guardian's Angel könnte man hier noch gut dazu kaufen. Dann C-Zero Portal. Ich würde ja gerne das C-Zero dazu nehmen, einfach für diesen Split Push noch, aber... Ja, und die Traps... Das war eigentlich eine gute Trap, ja. Kha'Zix ist da raus. Man dachte, Kha'Zix wäre hier alleine. Könnte jemand hier auch den Test machen? Auto-Attacks sind einfach nur out.
krieg die Krise. Ich krieg die Krise mit diesen Leuten. Hey, der hat die Passive von Braun drauf. Hm, weglaufen. Aber ich sehe das hier nicht als meinen Job, denen zu erklären, warum sie was wie machen müssen. Hab ich eigentlich einen ADC? Ich bin mir da... bin mir nicht sicher. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Aua. Warum heilt die schon wieder? Warum heilt die sich da einfach nur für den Speedboost oder was? I don't like this girl. Kann man... Ich glaube, ich könnte dieses Format auch teilweise zu einer Rage-Analyse... auffächern. Denn was ich hier sehe, ist halt einfach grottenschlecht teilweise. Ich muss wirklich immer jeglichen CC nutzen, teilweise perfekt getimed, damit ich das überlebe, beziehungsweise meine Leute den Kill verschaffe. Ich hier noch ein bisschen. Ich habe genug Follow-up, aber der will nicht ran. Kann ich aber verstehen, Xin Zhao könnte das Ganze hier noch gut drehen. Hätte es drehen können. Shubidiwa. Grundsätzlich haben die ja mehr AD-Schaden als magischen Schaden. Grundsätzlich. Theoretisch würde sich also auch hier ein Banshee's Wheel ganz gut tun. Theoretisch, ja. Wir müssen das schon wieder über die 40. Minute spielen. Obwohl wir eigentlich relativ gut dabei waren. Wir haben halt echt vier Drachen mit dem Infernal, mit dem Elder Drake. Hier sollte das dann eigentlich gegeben sein. Dass wir fertig sind. Kein Schmerz? Ja, warum auch? Na gut, gehen wir mal mit dem Team. Wir können ja hier noch ein Kommando-Minion aufbauen. Und dann pushen. Endlich mal effektiv etwas tun. Das Schöne am Elder Drake ist, ich mache jetzt halt auch enorm viel Schaden. Und da ich ja das Gefühl habe, dass... der einzige bin, der hier wirklich aktiv Schaden macht. Kann man da schon einiges damit machen? Endlich ist es vorbei. Falls ihr mal Premade mit eurem ADC seid und habt das Gefühl, hey, der ist nicht so gut, dann ermutigt ihn dazu, aggressiver zu sein. Das Spiel gewinnt man nicht dadurch, dass man wegläuft. Man muss etwas zerstören, dadurch muss man angreifen. Ein ja, aufregendes Spiel, aber aufregend kann auch anders gemeint sein. Wuda, alles gut, wir haben gewonnen. Wir sind... Bronze 3 und haben ein S Plus erhalten. Verdient, würde ich mal wieder sagen. Aber rein prinzipiell hätte ich hier einen Champion bevorzugt, der irgendwie eine Mechanik hat, wodurch er Gegner zu sich ziehen kann. Fresh, Nautilus, Blitzcrank. Das wären wirklich bessere Supporter für dieses Team gewesen, vor allem für diesen ängstlichen ADC. Egal, wir haben es geschafft. Alles ist gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß in-game und bis demnächst. Tschüss, Gemüse!